herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einem neuen Video von mir. Und diesmal gibt es noch von mir für das letzte Jahr den Lesemonat Dezember. Zusätzlich dieses Mal gibt es, also das Video kann ein bisschen länger werden, zusätzlich gibt es die Statistik für 2014. Also wie viele Bücher habe ich gekauft, was habe ich davon überhaupt gelesen, wie viel Geld habe ich dafür ausgegeben. Und danach möchte ich noch ein paar Worte zu einer Lese-Challenge. An der ich dieses Jahr teilnehme. Das ist meine allererste Challenge. Und aber dann sage ich nochmal am Ende des Videos was dazu. Kommen wir zunächst zu meinem Lesemonat Dezember. Insgesamt habe ich diesen Monat 6 Bücher gelesen. Und begonnen hat mein Monat mit diesem Buch hier von Pierre Boulle, Planet der Affen. Viele von euch kennen wahrscheinlich den Film dazu. Die wenigsten wahrscheinlich auch eher das Buch, nicht? Die wenigsten das Buch. Ja, genau. Das ist ein korrekter deutscher Satz. In diesem Buch geht es nämlich um eine Forschergruppe, die auf einem fremden Planeten landet und dort Verhältnisse vorfindet, die deren zur Erde ziemlich umgedreht sind. Also dort sind die Menschen wie Tiere und die Affen sind die herrschende Gruppe. Und was sie dort erleben und ja, wie eben auch der Protagonist damit zurechtzukommen versucht, wird in diesem Buch sehr, sehr gut geschrieben. Pierre Boulle hat es geschafft, wirklich mich zu catchen und mich hineinzuziehen in den Sog der Planet der Affen. Und dieses Buch ist nicht ohne Grund Vorlage so, so vieler Verfilmungen. Aber wer noch mehr dazu wissen will, kann sich gerne mein Video dazu anschauen. Insgesamt habe ich diesem Buch 4 von 5 Sternen gegeben. Das nächste Buch, was ich gelesen habe, ist aus dem Festa Verlag und zwar aus der Festa Extremreihe Goon von Edward Lee und John Pelham mit dem tollen Untertitel. Ach, es hat gar keinen tollen Untertitel, doch drin hat es einen Untertitel. Das perfekte Wrestling Match. Ja, in Goon geht es eben um, ja, wie soll es anders sein, um Wrestling und eben darum, dass komische, seltsame Morde geschehen, Massenmorde, in denen die Gliedmaßen der Opfer abgetrennt worden sind, die natürlich auch postmortem vergewaltigt worden sind. Wie sollte es anders sein bei Edward Lee? Und ja, dieses Buch ist eben eine Mischung aus Sex und Wrestling und eine Reporterin, die der Sache versucht auf den Grund zu gehen und auch ein Kriminalbeamter, der zusammen mit dieser Reporterin arbeiten muss. Und ja, der Plot ist ziemlich flach, die Charaktere noch flacher und eigentlich rast es nur so durch. Das Ende ist wieder so ein bisschen typisch Edward Lee, eben so ein Ende, wo man denkt, ja, what the fuck? Was soll das jetzt? Hat mir nicht ganz so gut gefallen aufgrund ja eben der 0815 Story eben irgendwie und deshalb hat dieses Buch auch nur 3 von 5 Sternen von mir bekommen. Ein Buch, das mich ein bisschen mehr begeistern konnte, war diesen Monat Der raffinierte Mr. Scratch von Michael Poore. Das habe ich mir irgendwann mal auf der Buchmesse gekauft und tatsächlich wegen dem Cover und wegen dem Titel und wegen dem Klappentext, denn es geht um den Teufel. Es geht darum, dass der Teufel eben personifiziert ist und auf der Erde sein Unwesen treibt, gerade ganz modern in einer Fernsehshow, in der man bei Leute klingelt und ihnen eben 5 Millionen Dollar anbietet, 5 Millionen Dollar anbietet, um sich voneinander scheiden zu lassen. Und natürlich endet das in einem Tohuwabohu. Und der Teufel ist aber nicht nur gerade aktuell auf der Erde, sondern war eben schon sein ganzes Leben, beziehungsweise das ganze Erdenleben auf der Erde und hat an verschiedenen Stationen Verschiedenes bewirkt. Und er ist nämlich nicht ganz durch und durch schlecht. Das ist der Debütroman von Michael Poore und ja, man merkt, es ist verbesserungsfähig, aber trotzdem war die Geschichte sehr, sehr interessant. Eben der personifizierte Teufel, der doch ganz sympathisch eigentlich ist und eigentlich auch nur selbst auf der Suche nach seiner großen Liebe ist, die ab und zu mal auf die Erde zurückkommt und tja, aber eben irgendwie versucht, die Welt entweder positiv, selten eher negativ zu beeinflussen und eben auf der Suche nach Seelen ist und wir eben an verschiedenen, ich glaube es sind hier 4 Stationen rausgepickt worden aus der Geschichte, die dann eben nacheinander bzw. ein bisschen durcheinander beschrieben werden. Aber nichtsdestotrotz sehr interessant und deshalb von mir 3,5 von 5 Sternen. Auch das nächste Buch konnte mich noch eine Steigerung und zwar war es ziemlich emotional und zwar handelt es sich um Anders von Andreas Steinhöfel. Und in Anders geht es um Felix Winter, der ins Koma gefallen ist aufgrund eines Unfalls und dann wieder erwacht und an sich an nichts erinnern kann. Und er verhält sich auch anders, hat eine viel, viel erwachsenere Sicht auf die Dinge
und nennt sich von fortan auch Anders, nämlich Anders. Und dieses Buch beschreibt eben den Verlauf seiner Genesung und wie das Umfeld eben damit klarkommt, insbesondere seine Familie. Auch dazu habe ich ein extra Video gedreht. Wer möchte, kann sich das natürlich gerne anschauen. Ich habe dem Buch insgesamt 4,5 von 5 Sternen gegeben. Dann habe ich ja vor einigen Wochen Chu angefangen, die Graphic Novel, und habe mir dann den zweiten Band gekauft, und zwar Chu Bulle mit Biss, Band 2, Reif für die Insel. Tony Chu ist hier der Ermittler und er hat eine ganz besondere Fähigkeit, denn er ist Chibopath. Ich habe immer noch nicht rausgefunden, wie er dieses Wort ausspricht. Er kann anhand von, indem er etwas isst, kann er erkennen, woher dieses, das, was er gerade isst, gekommen ist und was die Geschichte desjenigen ist, den er gerade isst, oder der Frucht, die er gerade isst, oder das Fleischstück, was er gerade isst. Was ihn dazu veranlasst, meistens nur rote Beete zu essen. Und er lebt in einer Welt, in der Hühnerfleisch verboten ist. Und natürlich versuchen dann immer Leute, andere Mittel und Wege zu finden, um das dann doch irgendwie in den Handel zu bringen. Und in diesem Band verschlägt es Tony Chu auf eine Insel, auf der eine Frucht entdeckt worden ist, die tatsächlich fast genau wie Hühnchenfleisch schmeckt. Gekocht schmeckt es sogar 100%ig wie Hühnerfleisch. Sehr witzig, wieder sehr aufregend. Es werden neue Charaktere es sind alte Charaktere dabei, es werden neue vorgestellt, die auch Fähigkeiten haben, denn Tony Chu ist nicht der Einzige mit solchen Fähigkeiten und deswegen macht es das noch interessanter und der zweite Band wird dem ersten Band absolut gerecht und macht natürlich Lust und Laune, noch mehr zu lesen. Deshalb habe ich diesem Buch 4 von 5 Sternen gegeben. Und zwar von Alexander Kaschte. Das Buch der Totenkinder. Alexander Kaschte ist selbst Gründer der Band Samsas Traum, wem das was sagt, und hat diesen zusammen mit seiner Frau Anastasia diesen Bildband verfasst. Also seine Frau hat die Bilder gezeichnet und er hat selbst Texte dazu geschrieben. Es geht um einen Jungen, der von einem Baum fällt und aufgrund dessen ins Koma fällt und am Ende seines Lebens von einem Katzenlöwen-Seelenhund abgeholt wird, und auf seiner Reise ins Totenreich begegnen sie aber vielen, vielen Kindern, die eben selbst Mord betreiben, weil sie in einer ausweglosen Situation sind, und Kinderselbstmord ist ja ein Thema, was nicht so oft in der Literatur angesprochen wird und hier ganz besonders verarbeitet. Dieses Buch ist ganz besonders, hat auch eine Wendung, und die Bilder sind passend zu den Texten. Der Anfang ist in Sonetten verfasst, also in Gedichtform. Später dann wechselt der Schreibstil in einen Fließtext über hat mich sehr berührt. Besonders die eine Geschichte, die ich persönlich erlebt habe, hat mich schon sehr, sehr berührt und hat mich ganz schön schlucken lassen. Ich hatte einen ganz schönen Kloß im Hals und konnte fast nicht weiterlesen. Es war sehr, sehr berührend. Für alle, die selbst in ähnlichen Situationen waren, egal in welcher der beschriebenen hier, denke ich, es ist ein sehr, sehr emotionales Buch, ein sehr, sehr gutes Buch. Es ist etwas ganz, ganz Besonderes. Limitiert und signiert von Autor und Zeichnerin. Und es hat mir sehr, sehr gut gefallen und deshalb 5 von 5 Sternen. Yay! Das war's in meinem Lesemonat! Kommen wir nun zur Statistik 2014. 2014 habe ich insgesamt 1.835,68 € für Bücher ausgegeben. Das macht dann insgesamt mit selbst gekauften und geschenkten Büchern 145 Bücher. Von den in 2014 gekauften habe ich es geschafft, tatsächlich 51 zu lesen. Ja, ich weiß, es ist nicht mal die Hälfte. Und insgesamt habe ich in diesem Jahr, im letzten Jahr, ganze 72 Bücher gelesen. Yay! Dazu zählen halt Bücher, die ich vorher irgendwann gekauft habe, Bücher, die ich 2014 gekauft habe, und auch tatsächlich ein paar E-Books, was offensichtlich auch dem Stephen King E-Books-Erscheinungsdings-Gedöns zu Schulden kommen lassen ist. Ja, das ist so meine absolute Jahresstatistik. Wieder mal viel zu viel Geld ausgegeben. Eigentlich nicht viel zu viel, aber von meinem Kaufleseverhalten, ihr seht schon. Naja. Und
das war meine Lese-Challenge 2015. Das ist das erste Mal, dass ich eine Challenge mitmache, weil ich nichts von Challenges halte, weil ich eben das lesen möchte, was ich gerne möchte. Und ich will nicht irgendein Buch mit rosa Cover lesen oder weiß ich nicht was. Und ich bin ja auch eher so ein Abseits des Mainstream-Lesers und deswegen passen mir diese ganzen Challenges irgendwie nicht. Außerdem macht das nur irgendwie Druck und naja, egal. Aber die liebe Chrissy von Chrissys kleine Welt macht dieses Jahr eine Challenge und sie hat mich dazu eingeladen und als ich jetzt die Punkte sah, fand ich das sehr interessant. Ich hoffe, ich darf die Punkte schon nennen. Ich mache das jetzt einfach mal. Vielleicht hat sie bis dahin auch schon jetzt ein Video hochgeladen, in dem sie das nochmal näher erklärt. Wenn ich es finde und es schon da ist, dann verlinke ich euch das mal in der Infobox. Und zwar gibt es 8 verschiedene Punkte, die zu erfüllen sind. Allerdings ohne Druck und ohne Muss und hier und da. Das finde ich schon mal sehr, sehr gut. Die Punkte sind natürlich für mich auch hochinteressant. Und zwar der erste Punkt. Ich muss es ablesen. Erstens, Crown the King. Lese ein Buch eines Königs oder ein Autors, der König genannt wird. Wird nicht so schwer, denn es kommen bestimmt ein paar Neuerscheinungen von Stephen King. Ich glaube, im März sogar Revival. Und Neuerscheinungen von Stephen King werden von mir natürlich sofort gekauft, also beziehungsweise sofort vorbestellt schon längst. Und natürlich sofort gelesen, deswegen wird dieser Punkt nicht allzu schwer. Der zweite Punkt. Horror pur, lese ein Buch, das dich so richtig schön mit ängstlicher Gänsehaut versorgt. Ja, das hoffe ich natürlich, dass ich das dieses Jahr habe. Ich habe schon lange kein Buch, also ich lese ja sehr, sehr viel in diese Richtung, wisst ihr ja, aber kein Buch, was mich so richtig gecatcht hat. Und ich würde mich freuen, wenn ich auch im Austausch mit den anderen Mitlesern erfahren kann, eben so ein Buch, was mir richtig Gänsehaut macht und wo ich richtig nachdenke, oh Gott, ich würde lieber das Licht anlassen. Aber ich bin sehr, sehr gespannt darauf. Die dritte Sache ist Reread. Lese ein Buch erneut. Ja, das ist keine so gute Aufgabe für mich, aber ich lese ungern selten Bücher, weil es für mich, weil es für mich Zeitverschwendung ist. Viertens, Insane. Lese ein Buch, das in einer Irrenanstalt spielt oder das einen psychisch kranken Protagonisten hat. Sehr interessant. Fünftens, Seltsam. Lese ein Buch, das in einer Welt spielt, die sich von unserer unterscheidet. Das werde ich auch schon irgendwie hinkriegen. Sechstens, Schinken. Lese einen richtigen Schinken. 1000 Seiten oder mehr. Das macht mir schon irgendwie Angst. Dann siebtens, Inside Out. Lese ein Buch, dessen Cover dem Inhalt perfekt widerspiegelt. Eine sehr, sehr schwierige Aufgabe, wo man unbedingt den Austausch mit den anderen braucht. Und achtens, Ende. Lese ein Buch vom Ende der Welt. Lese ein Buch vom Ende der Welt. Genau, das sind die 8 Punkte und ich freue mich schon sehr darauf, besonders auch mit dem Austausch mit anderen. Und es sind gerade Punkte dabei, die mich persönlich sehr, sehr anfixen und ich hoffe natürlich, dass das was wird. Und ich mache einfach mal mit und es ist ja kein Zwang, wie sie gesagt hat und man muss nicht, kann aber. Und das finde ich gut und ich mag jetzt sowieso nicht so mit Druck lesen und so. Und deswegen mache ich dieses Jahr mit und nur damit ihr alle Bescheid wisst. Und ansonsten verlinke ich euch nochmal das Video hier irgendwo, wenn ich es finde und sie es schon hochgeladen hat. Okay, das war's schon wieder mit einem Video von mir. Ich weiß, diesmal ein bisschen länger, tut mir leid. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin. Bye, bye.